Nach der CDU hat jetzt auch die SPD erstmals eine Vorsitzende, Andrea Nahles. Gut, die wurde nur gewählt, weil sie allen Männern Prügel angedroht hat, aber trotzdem, Boss ist Boss, also. Und gut, Schulz hat, muss man sagen, aber auch total verkackt, ne? Und trotzdem wird er jetzt in der SPD, wird da überlegt, ihn zum Spitzenkandidaten der Europawahl zu machen. Das ist ein geiler Plan. Das ist ungefähr so, als ob Jogi Löw nur HSV-Spieler für die WM nominiert hätte. Und auch bei der CDU hat man das Gefühl, selbst wenn die Merkel es jetzt nicht mehr lange macht, also als Kanzlerin, um Gottes Willen, selbst dann bleibt die CDU fest in Frauenhand. Klar, es gibt den einen oder anderen Mann, der sich vielleicht Hoffnung macht, aber keine Chance. Annegret Kramp-Karrenbauer steht schon in den Startlöchern. Und an dem Namen kommt wirklich keiner vorbei, auch weil er einfach sehr lang und sperrig ist. Aber auch in den anderen Parteien, fast überall Frauen an der Spitze. Und diesen nicht mehr umkehrbaren Trend wollen wir mit einem Lied würdigen. Und es war nicht leicht, aber wir haben tatsächlich die weibliche Spitzenriege der deutschen Politik zusammengekriegt. Ich sag dir, was ich will, was ich wirklich gerne will. Dann sag mir, was du willst, was du wirklich gerne willst. Ich sag dir, was ich will, was ich wirklich gerne will. Dann sag mir, was du willst, was du wirklich gerne willst. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will Germany's Next Merkel sein, ist doch klar. Ich weiß, mein Name ist kompliziert. Lass die Kerle ziehen, jetzt kommen die Pussys nach Berlin. Lass die Kerle ziehen, jetzt kommen die Pussys nach Berlin. Tschüss, Angela.